Wir denken oft, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das frei denken, handeln und Emotionen zeigen kann. Tiere würden von ihren Instinkten geleitet werden und hätten keinerlei Emotionen. Doch laut Studien konnte man feststellen, dass sogar Zimmerpflanzen aktiv auf ihre Umwelt reagieren und beispielsweise anfangen zu zittern, wenn wir uns mit einer Schere nähern. Dass dies natürlich auch für alle anderen Tiere zutrifft, zeigt uns die heutige Geschichte, die sich in dem indischen Bundesstaat Punjab abgespielt hat. In einem Garten spielten zwei glückliche Welpen miteinander. Sie tollten herum und hatten großen Spaß. Der Garten war recht groß und so rannten sie nicht gerade leise durch die Wiese. Und wie Welpen eben so sind, bellten oder quietschten sie immer wieder. Doch plötzlich verstummten die Geräusche der beiden Vierbeiner. Der Besitzer der beiden Hundebabys dachte sich zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Er ging davon aus, dass sie sich wohl irgendwo ausruhten. Die Tiere waren schließlich noch sehr klein und jeder, der schon einmal einen Welpen hatte, weiß, wie schnell die Racker müde werden und sich einfach irgendwo hinlegen und einschlafen. An diesem Tag kam jedoch alles anders. Denn bereits nach nur etwa einer Minute hörte der Besitzer der Welpen ein lautes Bellen. Es war das Muttertier der Hunde. Sie stand bellend vor dem Mann, sah ihm in die Augen und ließ nicht locker. Erst dachte er, sie wollte einfach nur spielen. Doch bald realisierte er, dass sie ihm etwas zeigen wollte und es musste wichtig sein, denn so aufgeregt hatte der Hausherr seine Hündin nur selten erlebt. Er folgte also seinem Haustier, welches ihn bis zu einem Brunnen führte, der im Garten stand. Der Mann lachte und sagte, ach, du hast Durst? Doch er erkannte schnell, dass dies nicht der Grund war, weshalb ihm die Hündin zu dem Brunnen geführt hatte. Er trat schließlich näher heran und warf einen Blick hinein. Was er dann zu Gesicht bekam, ließ ihn fast nach hinten umfallen. Denn in dem etwa 3 Meter tiefen Brunnen befanden sich seine kleinen Welpen. Doch nicht nur sie. Neben ihnen, nur etwa 20 Zentimeter entfernt, war eine giftige Königskobra. Wie sich später herausstellte, war diese vor den Welpen in den Brunnen gefallen. Seit wann die Schlange dort unten war, konnte allerdings nicht herausgefunden werden. Der Mann wusste, er musste sofort handeln. Doch ihr war ebenfalls bewusst, wie gefährlich so eine Kobra war. Der Versuch, selbst in den Brunnen hinabzusteigen und die Welpen zu retten, misslang. Daraufhin beschloss er, professionelles Personal anzufordern. Dieses brauchte er allerdings ganze 2 Tage, um bei dem Mann im Garten einzutreffen. Die Begründung, dieser Fall habe eine niedrige Priorität. Unfassbar, findest du nicht auch? In diesen 48 Stunden spielte sich aber etwas Unglaubliches ab. Anders als man vermuten würde, hat die Kobra, die wohl selbst schon sehr hungrig war, da sie womöglich schon Tage oder sogar Wochen dort im Brunnen gefangen war, die Hundewelpen nicht verletzt. Mit ihrem Gift, welches zu einem der tödlichsten der Welt gehört, wäre es ein leichtes gewesen, die kleinen Welpen umzubringen. Doch aus unerklärlichen Gründen tat sie es nicht. Im Gegenteil, die Schlange stellte keinerlei Bedrohung für die Welpen dar und harrte gemeinsam mit diesen am Grund des Bodens aus. Natürlich waren die Welpen sehr verängstigt, doch nach einiger Zeit konnten sie sogar gefahrlos in der Nähe der Schlange spielen. Die Kobra sah die Welpen viel mehr als ihre eigene Junge an, auf die sie aufpasste, als potenzielle Mahlzeit. Während die Mutterhündin die ganze Zeit die Szenerie von oben beobachtete und versuchte, ihre Welpen zu ermutigen, passte die Giftschlange behutsam auf deren Welpen auf. Als die Retter endlich eintrafen, waren diese nicht weniger überrascht über die Situation wie der Besitzer der Tiere. Ein Mann seilte sich schließlich in einem speziellen Anzug in den Brunnen herab. Manche würden nun denken, die Kobra würde aggressiv reagieren und den Helfer attackieren. Doch genau das Gegenteil traf ein. Die Schlange kroch sogar an das andere Ende des Brunnens und ließ den Mann zu den Welpen, als ob sie spüren würde, dass dieser den Tieren helfen wollte. Als der Mann wieder nach oben gezogen wurde, waren die Welpen endlich wieder frei. Der Besitzer und nicht zuletzt das Muttertier waren überglücklich, die Welpen unversehrt wieder umarmen zu können. Nach 48 Stunden ständiger Lebensgefahr waren sie endlich befreit. Doch für alle Beteiligten war klar, damit war die Rettungsaktion noch nicht vorbei. Denn sie mussten auch die Kobra, die 2 Tage lang an der Seite der Welpen im Brunnen ausharrte, ebenfalls aus dem Brunnen befreien.
Und dies gestaltete sich einfacher als gedacht, denn die Giftschlange verhielt sich total harmlos und ruhig, als sie nach oben geholt wurde. Sie wusste genau, dass ihr geholfen wird. Den Welpen wurde sofort etwas zu essen und zu trinken gegeben und die Kobra wurde wieder in die Wildnis entlassen. Na, glaubst du immer noch, dass Tiere nur instinktiv handeln? Schreib mir deine Meinung zu der Geschichte gerne in die Kommentare und vergesse nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben.